Gartenzinien. Einige Infos über diese wunderschöne Pflanze, diese mexikanische Schönheit. Viele von euch kennen Zinien ja wahrscheinlich als Schnittblume. Dort ist sie sehr, sehr beliebt im Sommer als Schnittblume direkt vom Feld oder auch beim Floristen. Und dann hat sie meistens diese richtig schönen großen Blüten. Es gibt auch kleinblumige Sorten. Diese große, die heißt Gulliver bei uns. Und es gibt kleinblumige, die heißen dann Lilliput oder Pinocchio. Das sind ganz, ganz kleinblumige Sorten, aber beides für den Schnitt geeignet. Es gibt aber auch Zinien, die für den Topf gedacht sind und die Züchter kürzer gezüchtet haben. Und davon möchte ich euch einige einmal vorstellen. Das eine wäre weiterhin die klassische Gartenzinie, in diesem Fall die Sorte Diego, die wirklich nur so 20, 25, je nachher im Garten bis zu 30 cm hoch wird und daher top geeignet ist für große Gefäße oder für Beete, um sie dort auszupflanzen und dann eben auch diese schönen, prächtigen Zinienblüten zu genießen. Zinien kommen, wie gesagt, aus Mexiko oder aus dem mittelamerikanischen Bereich und lieben deshalb natürlich einen warmen Standort, das heißt volle Sonne oder ganz wenig Wechselschatten vielleicht einmal. Auf jeden Fall keine Staunässe, sie brauchen aber trotzdem eine halbwegs gleichmäßige Wasserversorgung. Wenn sie einmal welken, kann es auch schnell dazu führen, dass sie hinterher Pilzkrankheiten bekommen, dass sie sowohl Mehltau bekommen, dass sie aber auch Wurzelkrankheiten bekommen und deshalb dafür sorgen, dass sie gleichmäßig mit Wasser versorgt wird, aber ohne Staunässe. Ordentlich düngen dabei und bei diesen großen Gartenzinien auch diese großen Blütenköpfe ausknipsen, wenn sie verblüht sind, damit sie nicht zu viel Saatgut ansetzen und dann eben schön weiterblühen. Es gibt aber mittlerweile auch neue Zinien, sogenannte Hybridzinien, die noch viel besser für den Garten geeignet sind. Man sieht schon, die sind komplett auf diesen runden, kugeligen Wuchs gezüchtet. Wir haben eher so halb gefüllte Blüten. Dies hier ist zum Beispiel die Sorte oder Serie Profusion. Einige davon sind sogar mit der Floriselect Goldmedaille ausgezeichnet worden vom Züchterverband für besonders tolle Garteneignungen. Hier zum Beispiel diese Red and Yellow. Eine wunderschöne Sorte mit hoher Hitzetoleranz. Die können auch viel, viel mehr Regen und ja, schlechte Bedingungen auf dem Feld, bei uns auf dem Probefeld oder bei euch im Garten abhaben. Wir haben die schon mal gehabt, dass sie bis an den Kragen so im Wasser standen und die haben es trotzdem alles überlebt, was eine normale Zinie normalerweise nicht machen würde. Diese Profusion-Zinien oder auch andere Beetzinien aus dieser Hybridzüchtung wachsen flachkugelig, bilden unendlich viele Blüten immer wieder, solange die Sonne scheint und es warm genug ist. Und man hat da richtig Spaß dran, sowohl für den Balkonkasten als auch für den Kübel als auch im Beet. Aber auch hier gilt, regelmäßig gießen, nicht komplett austrocknen lassen und auch hin und wieder nachdüngen oder mal eine alte Blüte rausknipsen. Das geht bei Zinien relativ einfach mit den Fingern oder mit einer kleinen Schere. So hat man wirklich den ganzen Sommer über Blütenfreude. Und die Farbvielfalt bei diesen Hybridzinien ist super. Das geht von einfarbigen bis hin zu diesen zweifarbigen Sorten, sodass man wirklich für jeden Geschmack etwas findet.